So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserem neuen YouTube-Video. Wir gehen jetzt in den Schnee und nehmen Püppi mit. Püppi steht auf den Hänger. Kandara habe ich gerade drauf gemacht. Ich habe mich einmal ordentlich angezogen für euch, also für meine Verhältnisse. Deswegen lasst sie uns holen und dann viel Spaß bei dem Video. Let's go! Kannst du mal deine Freundin fragen, Schatz? Das wird lustig. Ja, Mann. Was ist los? Keks? Ja, klar. Das wird die Ohren eingepackt. So. Jetzt holen wir einmal einen Sattel. Püppi. Hä? Oh, schlimm. So, Püppi, komm, Sattelposition. Genau so. Boah, ich glaube es auch. Püppi, das wird gleich lustig. Abstehen. So. Genau. Schön schnell gucken, dann sind wir schön schnell fertig. Nummer 1 ist fertig. Nummer 2. Kleine Püppi möchte im Spieleparadies abgeholt werden. Blub, blub, blub. Kann der Mama gleich drauf. So, bei dir haben wir wenigstens auch ein schönes Halfter. Komm. Jump, 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 jump. Schnell bewegen, sonst frieren wir ein. Alles dabei. So, bei Püppi. Sicherheitshalber mal ein Hufkratzer. wer weiß. Aber im Winter im Schnee reiten, der ultimative Lifehack, der ultimative Tipp, einfach nicht die Hufe auskratzen, was sonst verboten ist, bleibt kein Schnee in den Hufen drin. Aber beim Schnee, wenn man draußen ist, sollte man schon Snowcrips reinmachen. Weiß ich nicht, glaube nicht. Yep. Oh ja, küss nie. Vielleicht darfst du auch gleich dich wälzen, Püppi. Also komm. Hopp, hopp. Ach, Püppi, komm. Fein. Ich hab vergessen. Echt? Und mir vorne auf den Fuß getreten. Oh nein, Schatz. Hat deine Freundin schon erzählt, wie viel Spaß das macht? So. Zack. Let's go. Los, Leute. So, Püppi, Schatz. Deine Freundin Annie hat es vorgemacht. Komm. Langsam. Langsam. Was hast du denn so eilig? Ja. So, Püppi, erst mal schauen. Wo sind wir denn hier gelandet, ne? Wo sind wir denn hier gelandet? So. Ups. Decke brauchen wir gleich erst. Was ist denn hier los? Schnee. So. Püppi, wo ist denn? Halt, stopp. Püppi, die andere Location gefällt dir bestimmt viel besser. Aber wir müssen jetzt mal hier anfangen. Irgendwo
muss man schließlich starten. So, ich hoffe, dass ich würde es auch so eng machen für dich jetzt. So, die erste Location haben wir geschafft. Jetzt fahren wir zur zweiten Location. Komm mit. Ah, damit schon ein bisschen rutschig, ne? So. Warte mal. Warte, Schatz. Moment. So. So, ihr Lieben, wir sind an der zweiten Location angekommen. Ich schaue, dass Püppi hier heile vom Hänger kommt, weil das ist nämlich jetzt ganz schön glatt geworden. Aber wir werden das hinbekommen und wünschen euch viel Spaß bei dem Video. Komm, Schatz, Vorsicht, langsam. Ja. Ja. Ihr seid so niedlich, ihr müsst beide immer erst mal gucken, wo ihr seid, ne? Bevor ihr euch ganz hier runter traut. Jo, wo sind wir denn jetzt hier? Du kannst auch schnauben. Komm mal. Ja, krass, ne? Achso, da stehen normalerweise Kühe, die magst du gar nicht, ne? Aber, Schatz. Das wäre natürlich gewesen. Ich glaube, Kühe sind gerade keine draußen. Da habe ich gar nicht dran gedacht, an die Kühe. Ja, da unten steht ein Pony und ein Esel. Das geht. Egal, komm, wir gehen jetzt in den Schnee spielen. Das wäre was gewesen. Echt wahr. Vor allem ist gut, wenn ich gleich mich umziehe, weil langsam kriege ich nasse Füße. Thank you.
So. So. Einmal Huf. Also, Kleinstil auch aufgestellt, aber es geht. Das geht, da muss man mit Eis halt immer aufpassen. So, fertig. Basti außer Atem, Pippi auf den Hänger und zurück in den Stall. Jetzt willst du weiter spielen. Okay. Hallo. Okay. Jetzt geh rein. Okay. Oh. Das ist peinlich. Komm. Feine Maus. So, fährt verladen. Die wollen alle hier nicht weg. Meine Pferde wollen irgendwie alle lieber im Schnee spielen hier. So, Decke. Hä? Wahnsinn. Soll ich die blaue Jacke wieder fürs Fohlen anziehen auf der Wiese? Das war der Plan dahinter. So, Pferd ist verladen. Okay, Pippi hat auch ihren Spaß gehabt, aber die wollen jetzt lieber fressen. Das kann sie jetzt auch zu Hause, weil wir wollen jetzt auch mit dem Kleinen für euch was machen. Also, fahren wir wieder weiter. Die Handschuhe können wir auch gleich suchen. So, dann laden wir Pippi mal aus. Wir sind wieder zu Hause angekommen. So. Ja, Sattelzeug. Leute, schlechtes Vorbild, alles reingeschmissen in den Hänger. Hoppala. Ja. Ah, der kann auch. Der kann auch auf uns warten, der Hofkratzer. So. Dong. Ist Pippi hochgibt. Ja, der. Die Hydraulik ist da unten, zieht jetzt durch den Winter nicht. Eigentlich sind da neue drauf. Schatz, komm, wir sind zu Hause. Komm. Pippi, ich will wieder zurück in den Schnee. Komm. Hoppala. So. Komm, Schatz. Auf. Komm mit. Fein. Komm. Pippi, komm. Hier, fein. Langsam. Langsam. Und wieder zu Hause, ne? Komm. So. Feine Maus, ne? Komm. Geh mal ab in die Box. Gibt's was Leckeres zu snacken. Und dann haben wir das für heute geschafft, wir zwei. Amy, geh mal beiseite. So. Way to go. So, Pippi, warte mal. Hoppala. Puh. Pippi, was ist aus der Sattelkammer?
Ja? Na, ihr zwei, gehen wir spielen gleich. Oh, Tobi hat schlechte Laune. Das ist. Ich kann mir meinen, dass wir manchmal in der Box heute mal ordentlich fertig, ne? So, komm jetzt. Einmal rein. Annie, du auch. Bitte? Mhm. Es zieht durch. Ja, ich komme gleich zu dir. Ja, Schatz. Tollermaßen, ne? So, kleines Häppchen. Nick, da gibt's anderes Josera-Futter für dich. Hm? Jetzt. Jetzt haben wir zu. So. Das ist angenehmer an Gamaschen. Man muss sich da ewig lang rumwickeln. Aber meine Stuten haben ja alle so ihren einen Kopf. Und deswegen mag Annie ihre Bandagen. Und Pippi ihre Gamaschen. Komm her, Schatz. Komm her. So ist fein. Oh, voilà. Mikro ist auch gleich leer. Oh je. Na ja, gut, klar. Aber wir haben ja noch ein Ersatzmikro, ne? Wenn ich komme, unser Lieblingslied von Facebook wieder drüber. Ah, das nicht. YouTube hat ja mehr Möglichkeiten, ne? Ja? Sehr cool. So. Feine Maus, ne? Da hat die richtig Spaß gehabt, da dieses Gras suchen im Schnee. Hat sie das drauf, wie die da rumgewurzelt hat? So niedlich. So, dann ziehen wir uns einmal um. Und dann bringen wir den kleinen Mann auf die Wiese.